Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren. Das Coronavirus ist in unser Leben eingeschlagen und hat von heute auf morgen alles verändert. Die Schulen und Kitas sind geschlossen, Restaurants, Theater, Kinos haben zu und unsere Grenzen sind dicht. Mit Freunden in den Park, gemeinsames Angrillen, in den Urlaub fahren oder einfach nur ganz normal seiner Arbeit nachgehen. Das ist im Moment auch in Brandenburg nicht mehr möglich. Das öffentliche Leben ist nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Diese Krise hat uns alle kalt erwischt. Und damit ist sie nicht nur eine Bedrohung für Leib und Leben der Menschen in diesem Land, sondern sie ist auch eine Gefahr für unser wirtschaftliches, kulturelles und soziales Leben in Brandenburg. Ja, es war richtig, diese Entscheidung zu treffen. Ja, es war richtig, auch harte Einschnitte in Kauf zu nehmen. Denn wir müssen alles dafür tun, die Ausbreitung des Virus entgegenzutreten, und das gemeinsam. Und ja, es war auch gut und richtig, dass die Landesregierung schnell Hilfen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht hat. An dieser Stelle möchte ich Katrin Lange und Jörg Steinbach und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IRB Danke sagen. Dafür, dass sie schnell gehandelt haben, sodass wirklich viele Unternehmen von den Soforthilfen profitieren können. Für die kleinteilige brandenburgische Wirtschaft ist diese Unterstützung überlebenswichtig. Herr Ministerpräsident, Sie haben in den letzten Tagen und auch heute immer wieder beschworen, worauf es jetzt ankommt, das ist Solidarität. Gerade mit denen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten und damit die größte Last zu tragen haben. Immer wieder haben Sie sich bei diesen Menschen bedankt. Bei der Krankenpflegerin, bei der Kassiererin, bei den Busfahrerinnen und Busfahrern, aber auch den Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrern. Gut, und nun? Was diese Krise uns drastisch zeigt, ist Folgendes. Nicht die, die am meisten verdienen, sind die, die unsere Gesellschaft stützen, sondern gerade jene, die am Anfang des Monats noch nicht einmal wissen, wie sie am Ende über die Runden kommen sollen. Die sonst auch schon schlaflose Nächte haben wegen der Klassenfahrt des Ältesten oder der Rechnung für die neue Waschmaschine durchleben müssen. Es sind gerade die Menschen im Niedriglohnsektor, die sich Tag für Tag der Gefahr einer Infektion aussetzen, damit wir alle noch in den Supermarkt gehen oder zur Arbeit fahren können, die unsere Oma im Heim versorgen oder die Essensausgaben an der Tafel weiter aufrechterhalten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Stohn, da wird das eben auch eines sehr deutlich. Ein Danke, so wichtig die Anerkennung auch ist, ein Danke allein reicht halt nicht aus. Denn schlussendlich bleibt es dabei. Kein Mensch in diesem Land kann seine Miete mit Applaus vom Balkon bezahlen. Keine Rechnung lässt sich begleichen mit einem netten Lächeln und keine dritte Mahnung ist Geschichte nach einem herzlichen Vergelt's Gott. Wir alle, wir haben hier leicht reden. Und darauf sollten wir auch mal achten. Die 88 Landtagsabgeordneten, die wir hier alle sitzen, wir haben unseren Lohn heute zu 100% erhalten. Die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger kann von so einem sicheren Gehalt auch in der Höhe nur träumen. Was die Menschen davon von uns oder was die Menschen von uns dafür aber erwarten, ist, dass wir unseren Job machen, dass wir uns konkret Gedanken machen und was auf die Beine stellen, um ihnen unter die Arme zu greifen. Und das heißt in erster Linie, dass wir alles dafür tun, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Und zwar im doppelten Wortsinn. Sicherheit vor einer Infektion und soziale, finanzielle Sicherheit. Dass wir die Ängste und Nöte der Brandenburgerinnen und Brandenburger sehen und sie nicht alleine lassen. Denn das Leben ist immer konkret. Und auch Ihnen wird es so gegangen sein, in den letzten Tagen und Wochen haben sich viele Menschen bei uns gemeldet. Und Sie kennen mich ja inzwischen ein bisschen. Ich erzähle Ihnen jetzt mal von diesen Menschen in unserem Land. Da ist zum Beispiel Luisa, die junge Krankenschwester. Ja, tun Sie mal nicht so. Das ist halt tatsächlich die konkrete Realität in diesem Land. Während Sie hier Danke, Danke sagen, melden sich bei uns die Menschen und haben Fragen. Also hören Sie einfach in Ruhe zu. Und dann können wir darüber diskutieren. Sie ist Krankenschwester. Seit Jahren herrscht auch in ihrer Klinik Personalmangel, Unterbezahlung und massiver Druck. Deswegen ist sie letztes Jahr gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gegangen und hat gestreikt. Für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt. Wo war denn eigentlich da der Applaus für Luisa? Und was hat sich für sie seitdem verbessert? Und Herr Stohn,
Die Situation in den Krankenhäusern bundesweit ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Und das sehen wir auch daran, dass noch im letzten Jahr, vor einigen Monaten, die Bertelsmann-Stiftung gemeinsam mit Karl Lauterbach von der SPD und vielen anderen in diesem Land gefordert haben, dass wir doch die Hälfte der Kliniken schließen sollen. Das rechne sich ja so nicht. Während Luisa für ihren Knochenjob am Ende mit gerade mal 2.000 Euro netto nach Hause geht, machen private Klinikkonzerne Millionen Gewinne. Aber rechnet sich ja nicht, haben sie uns erzählen wollen. Die Privatisierung im Gesundheitswesen, das war, das ist und das wird auch immer so sein, geht auf Kosten der Patientinnen und Patienten, der Angestellten, der Hygiene und der Qualität. Wir haben kein einziges Krankenhaus geschlossen, Herr Stohn, und wir haben auch kein einziges Krankenhaus privatisiert. Das, was wir gemeinsam gemacht haben, ist, dass wir die Investitionspauschalen hochgefahren haben für die Krankenhäuser. Aber Sie wissen auch ganz genau, dass es ein bundesweites Thema ist. Deswegen habe ich gesagt, bundesweit. Und ich will Ihnen auch sagen, wohin uns das geführt hat, das muss in dieser Krise doch selbst dem Letzten auch in diesem Hause klar werden, dass im 21. Jahrhundert allerorts Näherinnen zugange sind, um händisch einfache Atemschutzmasken für unsere Gesundheitseinrichtungen zu produzieren, weil es keine Schutzbekleidung mehr gibt, dass Ehrenamtliche zu Hause die Nähmaschine fürs Krankenhaus anschmeißen. Wer hätte sich das überhaupt vorstellen können in diesem reichen Land Deutschland? Wenn ich Ihnen das vor 2 Monaten erzählt hätte, Sie hätten mich zu Recht für verrückt erklärt. Es kann aber nicht sein, dass unser medizinisches Personal, die Ärzte und Pflegekräfte jetzt das Gefühl bekommen, sie seien das Kanonenfutter in dieser Krise. Der Schutz in unseren Gesundheitseinrichtungen muss die erste Priorität haben. Und dann erzähle ich Ihnen von einer Frau, die ist Kassiererin in einem Potsdamer Baumarkt. Vor 2 Wochen noch hat sie Schutzmasken verkauft mit einer Preissteigerung von 300%. Selbst hat sie keine mehr bekommen. Aber auch sie setzt sich täglich an ihre Kasse und begibt sich in die Gefahr einer Ansteckung. Wenn mir eine befreundete Mukoviszidose-Patientin erzählt, dass sie alle Läden, alle Apotheken abgegrast hat, aber nirgendwo eine Maske zu bekommen ist, dann müssen wir endlich darüber reden, sie von jenen zu beschlagnahmen, die meinen, damit jetzt noch den großen Reibach machen zu müssen. Und sie denen zu geben. Und wenn Sie fragen, wer das ist, selbst Ihre Gesundheitsministerin hat vor einigen Tagen dargestellt, dass sie nicht versteht, warum in einigen Baumärkten in den letzten Wochen hier noch FFP2- und FFP3-Masken verkauft wurden. Und die Menschen erwarten zu Recht, dass wir jetzt handeln und auch über Beschlagnahmung reden. Alle die beiden, Claudia, die Krankenschwester und auch die Kassierin, haben Kinder im Kita-Alter. Und als wäre alles nicht schon schwierig genug, müssen sie trotz Aussetzung der allgemeinen Kita-Gebühren weiter blechen. Denn ihre Kinder werden ja weiter betreut. Im Fernsehen erzählen die schlauen Politiker dann, dass dafür gerade leider kein Geld mehr da ist. Was für ein Irrsinn. Für den Flughafen werden einfach mal so 110 Millionen zusätzlich locker gemacht. Wer soll das verstehen? Ist das diese neue Wertschätzung von Seiten der Politik? Na, herzlichen Dank dann aber auch. Das wäre doch jetzt mal wirklich das Mindeste, dass Claudia und Luisa nicht auch noch dafür finanziell bestraft werden, dass sie in systemrelevanten Berufen arbeiten. Wirklich gerecht wäre hingegen, wenn sie für diese Arbeit unter schwierigsten Verhältnissen zumindest für die Zeit der Krise 500 Euro steuerfrei obendrauf bekämen. Das wäre dann konkret. Und dann gibt es einen Bekannten, der arbeitet in einem Restaurant. Das Restaurant, in dem er arbeitet, ist zurzeit geschlossen. Sein Arbeitgeber hat Kurzarbeit angemeldet. Normal verdient er 1.250 Euro netto. Durch die Kurzarbeit hat er jetzt noch gute 750 Euro zur Verfügung. Klar, schöne Sache, er könnte seine Miete jetzt stunden. Aber mal ganz im Ernst, von 1.250 Euro kann er doch auch nach der Krise nicht auch noch seine Mietschulden begleichen. Wie soll das denn funktionieren? Konzerne wie Adidas machen sich hier jetzt einen dicken Lenz. Er muss aber de facto weiterzahlen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt auch die Kurzarbeitergelder auf 90% erhöhen, so wie es auch die Gewerkschaften fordern.
Und auch das Land könnte helfen, indem wir endlich Strom- und Wassersperren verhindern. Das wäre konkrete Hilfe für konkrete Probleme der Brandenburgerinnen und Brandenburger. Und Herr Woidke, wenn Sie davon sprechen, dass Sie jeden Arbeitsplatz erhalten wollen, dann frage ich mich, warum Ihr Bildungsministerium die Vertretungslehrer aktuell vor die Tür setzt. Hier können Sie ganz konkret jetzt Zeichen setzen. Und dann wäre es auch umso glaubwürdiger, wenn Sie zu Recht die Arbeitgeber auffordern, keinen Menschen zu entlassen. Denn Sie alle stehen sinnbildlich für viele weitere Menschen mit den ganz gleichen Problemen. Und es tut mir leid. Sie müssen sich diese Fragen auch einfach stellen lassen. Sie müssen sich diese Fragen stellen lassen und darauf auch Antworten finden. Und sehr geehrte Damen und Herren, Sie wollen jetzt einen 2 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm spannen. Das ist gut. Sie haben einen riesigen Rettungsschirm für die Wirtschaft aufgespannt. Wen Sie allerdings in Ihrer Schwerpunktsetzung im Regen stehen lassen, das sind viele Teile dieser Gesellschaft. Ja, Sie geben den Krankenhäusern etwas mehr Geld. Ja, Sie kümmern sich um Theater und Kultureinrichtungen. Aber schauen wir uns die Schwerpunktsetzung an. Und da sage ich Ihnen ganz deutlich, Sie lassen die soziale Infrastruktur in diesem Land, Sie lassen die Vereine, Sie lassen die Wohlfahrtsverbände im Regen stehen und erteilen mit Ihrem Rettungsschirm eine Absage an das soziale Brandenburg, das Sie gerade in dieser Krise hier preisgeben. Und das ist so kurzsichtig. Dann erzählen Sie doch nicht, dass es falsch ist. Dann erzählen Sie doch nicht, dass es falsch ist. Wir haben hier heute Vorlagen und da sieht man, was Sie wie ausgeben wollen. Sie hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, hier zu handeln, das haben Sie nicht. Und ich sage Ihnen, das soziale Brandenburg, das sagen Sie selbst, ist so wichtig. Denn was kommt nach der Krise? Gerade dann brauchen wir die Vereine, die Kulturstätten, die öffentliche Daseinsvorsorge vor Ort. Und gerade das alles steht auf dem Spiel. Und wenn wir jetzt Schulden aufnehmen, kann es nicht wirklich unser aller Ernst sein, dass wir dann wieder diejenigen zahlen lassen, die am meisten unter dieser Krise leiden. Denn wenn ich die ersten Sparvorschläge höre, wie beispielsweise, man könne ja dann die Kita-Gebühren doch nicht in dieser Legislaturperiode abschaffen, dann ist es genau das, was das Problem beschreibt. Wir haben vor wenigen Jahren über Nacht die Banken gerettet. Es wird jetzt Zeit, dass sie auch etwas zurückgeben. Und natürlich müssen wir auch über eine Vermögensabgabe sprechen. Das ist kein Teufelswerk. Die steht nicht bei Karl Marx, sondern die steht im Grundgesetz, liebe Damen und Herren. Und wenn wir beim Grundgesetz sind, dann will ich Ihnen zumindest sagen, weil nicht, dass das hier gar keine Rolle spielt, dass Grundrechtseinschränkungen, schon wenn wir in unsere eigene Geschichte schauen, niemals Dauerlösungen sein können, sondern eine absolute Ausnahme. Jeden Tag müssen sie überprüft werden. Und wir brauchen auch ein Ausstiegsszenario. Und wir brauchen keine Hilfs-Sheriffs, die jetzt die Kennzeichen kontrollieren und die Polizei rufen. Und schon gar nicht brauchen wir Bußgeldkataloge, die dann diejenigen am härtesten treffen, die sowieso am schwächsten sind. Und wenn ich dann höre, dass man ja dann Ersatzfreiheitsstrafen verhängen könne, wenn die Strafen nicht gezahlt werden können, dann ist mir Angst und Bange um unser Rechtsstaatsverständnis in diesem Haus. Wen trifft denn eine Ausgangssperre? Wen treffen denn die Bußgelder? Ja, es ist richtig. Wen treffen Sie am härtesten? Und ich habe Ihnen das Beispiel genannt und da muss man einfach wirklich genau hinschauen. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass Sie als Koalition und als Regierung da tatsächlich genau hinschauen wollen. Und deshalb ist es richtig, dass wir es hier ansprechen. Und ich komme gleich dazu. Und Herr Woidke, sagen Sie nicht ja, sondern hören Sie mir einfach bis zum Ende zu. Internationale Solidarität haben Sie angesprochen. Internationale Solidarität. Eines, das möchte ich an dieser Stelle noch sagen, denn in Zeiten der Krise ist sich so mancher selbst erstmal der Nächste. Vergessen wir bitte gemeinsam nicht den Blick über den Tellerrand. Vergessen wir nicht jene, die in den Flüchtlingslagern sitzen, geflohen vor Krieg, Hunger und Vertreibung. Das Camp Moria und all die anderen, die sind gerade jetzt eine tickende Zeitbombe. Es fehlt dort sonst schon am allernötigsten, von medizinischer Versorgung ganz zu schweigen. Wenn in diesen Camps das Virus ausbricht, sind die Menschen ihm schutzlos ausgeliefert. Thüringen hat angeboten, hier zu helfen und Menschen aufzunehmen.
Auch Berlin will jetzt 1500 Menschen aufnehmen, notfalls in Eigenregie. Wo ist Brandenburg? Das Schweigen ist ohrenbetäubend. Und wenn es, um es hier mal mit Norbert Blüm zu sagen, wenn wir es als Europäische Union nicht schaffen, diesen Menschen jetzt zu helfen, dann können wir den Laden dicht machen wegen moralischer Insolvenz. Und das gilt dann nicht weniger für Brandenburg. Und ich komme jetzt zum Ende und will Ihnen sagen, was mich in unserem Umgang auch heute hier wieder, das ist so sinnbildlich für den Umgang, in unserem Umgang in den letzten Wochen. Ja, dass Sie offenbar nicht verstanden haben, dass wir in dieser Krise alle im gleichen Boot sitzen. Wir haben nur ein Problem, wenn Sie bei jedem Vorschlag und bei jeder Kritik, die wir äußern, gleich von Majestätsbeleidigung ausgehen, dann tut es mir leid, sehr geehrte Damen und Herren. Aber wir kriegen auch Anrufe, wir kriegen auch E-Mails, wir kriegen auch Nachrichten. Und das müssen Sie sich auch dann gefallen lassen. Sie sagen es ja selbst, wir alle müssen zusammenstehen, solidarisch sein, die Köpfe zusammenstecken. Jede Idee zählt, jede Beobachtung ist wichtig. Und deshalb ärgert es mich so, wenn Sie jetzt so überrascht tun von Ton und Tempo, den wir anschlagen. Sie stöhnen, man könne nicht erwarten, dass Sie unsere Vorschläge von heute auf morgen umsetzen. Doch, es sind ungewöhnliche Zeiten und diese brauchen ungewöhnliche, schnelle Lösungen. Ja, es muss vieles auf einmal angefasst werden, aber es muss ja nicht gleich alles perfekt sein, liebe Kollegen Woidke, Stohn, Redmann und Buttke. Unsere Vorschläge liegen jetzt seit 3 Wochen auf Ihrem Tisch. Auch heute erzähle ich Ihnen nichts Neues. Seit 3 Wochen liegen unsere Vorschläge auf dem Tisch. Die Probleme, die wir darin thematisieren, die sind uns doch nicht heute früh beim Zeitunglesen aufgefallen, sondern die berichten uns die Menschen in diesem Land seit dem ersten Tag der Krise. Wir haben Ihnen dabei mehrfach die Hand gereicht. Und die reichen wir Ihnen auch heute für gemeinsame Ideen und Lösungen. Sie allerdings bunkern sich ein und wiegeln ab. Wir wollen nicht die Besserwisser sein. Wir wollen nicht beweisen. Wissen Sie, was mich so aufregt? Hier stelle ich mich hin und halte eine Rede und denke mir die Sachen doch nicht aus, sondern es sind Menschen, die hier Probleme haben. Erzählen Sie denen doch mal, wie sie von Kurzarbeitergeld überleben sollen. Erzählen Sie denen doch mal, wie sie damit umgehen sollen. Wir können uns hier schön hinsetzen. Wir haben kein Problem mit Homeoffice, weil wir uns unseren Arsch zu Hause breitsitzen können, weil wir 100% des Lohns bekommen, weil wir eine große Wohnung haben oder ein großes Haus. Aber es gibt so viele Menschen, die das nicht haben. Und auf diese Menschen gehen Sie nicht ein. Und das ist unser Problem. Sie wollen staatsmännisch klingen und sind doch irgendwie weit weg vom tatsächlichen Leben. Meine Damen und Herren, und da brauchen Sie sich auch nicht wundern, jetzt auch nicht aufregen, wenn die Leute da draußen nur noch den Kopf schütteln und irgendwie versuchen, sich und anderen zu helfen. Wir wollen dieser Krise solidarisch begegnen. Und das erwarten wir von Ihnen auch genauso. Vielen Dank.